Leute, Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute kommen wir zu dem Thema, wie ich eine Endcard in Sony Legos machen kann. Endcard, dafür brauchen wir nicht nur die Programme dazu, sondern auch YouTube an sich. Und heute zeige ich euch einfach mal, wie das funktioniert, wie ich es immer mache. Und wie ihr es vielleicht anders machen könnt, aber eben halt fast gleich. Also sprich, wie die Vorgehensweise ist, aber vielleicht ein bisschen anders. Genau, da habt ihr jetzt das Videomaterial und ihr wisst nicht, wie ihr jetzt eine Endcard erstellen könnt. Das ist relativ einfach. Eigentlich ist der Großteil nun auf YouTube, also sprich, ihr müsst den Großteil auf YouTube einstellen. Aber wir fangen erstmal hier an, denn beispielsweise bei Sony Vegas ist es ja langweilig, wenn man am Ende jetzt nur das hat. Das ist ja jetzt ein schwarzer Bildschirm. Das interessiert ja keinen, ne? Also das ist, ich sag mal, so eine Sache, die will keiner sehen, das ist langweilig und deshalb sollte man sich da wirklich Gedanken machen um eine Endcard. Und zwar erstmal, wie lange soll die Endcard sein? Das hat YouTube nun endlich mit diesem Abspann festgelegt, und zwar 20 Sekunden, wenn das Video über 30 Sekunden lang ist. Ich weiß zwar nicht, ob es über 30 Sekunden sind, kann auch über 20 Sekunden sein. Es müssen aber über 20 Sekunden auf jeden Fall sein. Solange muss das Video sein, dann könnt ihr eine Abspann- bzw. eine Endcard machen, die 20 Sekunden lang ist. Nicht mehr und auch nicht weniger. Auf jeden Fall könnt ihr damit halt einfach euren Kanal verlinken, den Typen, der dabei war, Videos verlinken, die ihr gerne verlinkt haben wollt, die neuesten Uploads und so weiter fort. Das heißt, aktualisiert sich von YouTube auch selbst. Deswegen ist diese Funktion eben so dermaßen wichtig und geil einfach. Ich liebe diese Funktion. So, und zwar, was ich immer mache ist, ich habe jetzt kein PNG-Bild für eine Endcard, deswegen nehme ich einfach was aus dem Video. Ich nehme jetzt hier einfach irgendwas, wo was passiert. Damit Leute nicht glauben, dass ich hier eine End-Dings-Card finde. Wo haben wir hier? Genau, da. Okay, das ist ein bisschen am Ende des Videos. Genau, dann nehme ich einfach das hier. Und hier unten, hier, seht ihr jetzt eine Timeline, wie lang das geht. Meistens nehme ich einfach irgendwie eine lange Videomaterial und schneide das dann halt hinzu. Das heißt, ich nehme das hier, hier Steuerung C oder auch Rechtsklick kopieren, brauchen wir aber nicht. Und hier Steuerung V. Dann haben wir hier nämlich was eingefügt, genau. Und dann setze ich immer einen Unschärfe ein, also hier einfach Unschärfe eingeben oder Unschärfe. Das wird jetzt nicht. Irgendwas habe ich falsch. Unschärfe. Also, doch ist richtig. Okay, so, dann muss ich das so rausfinden. Ich weiß da gerade nicht, warum er nicht sucht, aber hier irgendwo müsste der Unschärfe Gause oder sowas oder Gausche irgendwie so. Pfeffer-Effekt halt, ne? So, also hier ist so. Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt nicht auf einmal sucht. Ich, warum? Nein. Why? Warum tust du das mir an? Ah, gut. Okay, weißt du was? Dann gehen wir einfach hier auf MedienFX und suchen das einfach hier raus. Und zwar brauchen wir nämlich. Wo haben wir es denn? Jetzt muss ich das hier auch wieder raus. Chroma Wasserzeichen. Nope. Ich werde sich hier genau. Gause Sony, Gause Unschärfe. Klicken wir drauf, hinzufügen und dann auf OK. Dann seht ihr, ist das schon unscharf und wir stellen da jetzt beispielsweise. Ich nehme immer Standard, man kann aber auch. Also Standard und mittleres ist gleich, aber man kann auch leichte und extreme Unschärfe nehmen. Ich persönlich würde immer Standard bzw. die mittlere Unschärfe nehmen tatsächlich, weil extreme Unschärfe braucht man jetzt ehrlich gesagt nicht. Das sieht dann so aus und jetzt haben wir aber das Problem, ja gut, jetzt rede ich da wieder. Das heißt, ich habe das ja nur aus dem Video genommen, also hier ist es übrigens nicht unscharf. Das ist einfach ganz einfach, klickt ihr auf die Audio, zieht ihr einfach nach ganz unten und hört man nichts mehr. Und für den perfekten Übergang kann man jetzt beispielsweise auch so hingehen, das heißt, dass das hier so übergeht. Ich mache hier mal erstmal die Audio komplett aus, das heißt, dass man das gar nicht mehr hört. Und dann geht beispielsweise rum, kann man auch machen. Was ich immer gerne mache, ist sowas hier, dass das halt eingeblendet wird und ausgeblendet, ungefähr gleich lang, ungefähr so. Geht hier weg und hier wieder rein, genau. Und dann kommt eine Musik. Ich zeige euch auch gleich, wie diese gemacht wird. Und zwar, jetzt haben wir aber das Problem, ja gut, 20 Sekunden sind ja wahrscheinlich nicht 20 Sekunden. Wir gehen einfach hier bis zum Start der Endcard und ziehen die Timeline einfach unten rechts wieder gucken. Also ja, hier 20 Sekunden, man sollte immer ein bisschen mehr als 20 Sekunden nehmen, es ist, die Millisekunden sind relativ egal und ziehen das dann einfach so hin. Dann ist das die Endcard, so lange geht die Endcard und dann einfach hier, genau so, dann
geht das nämlich ganz langsam weg, weil ganz schnell weggehen ist scheiße. Also man muss heute das Ausblenden immer sehr langsam machen, wenn das Video zu Ende geht, wenn es halt eine Endcard gibt. So, und jetzt müssen wir halt irgendwie eine Musik einfügen, die wir halt, keine Ahnung, haben wollen. Da habe ich aber gleich eine hoffentlich bereitet. Das ist wieder so... ja, ich nehme es einfach jetzt mal wie hier. Genau hier. Und die Musik ist hier eingefügt. Das Problem ist, dass die... das ist ja eine Hintergrundmusik im Prinzip, ne? Also sprich, wenn du die... Also ich nehme das meistens immer so, dass ich die Hintergrundmusik auch gleich als Endcard-Musik verwende. Und dazu drücke ich einfach auf die auf die Audio drauf, also ich draufklicken und V drücken, dann kommt hier so eine blaue Linie und das ist im Prinzip die Lautstärke-Regelung vom Videoclip. Dann kann man halt hier alles oben stellen bis 6 Dezibel und halt runter bis unendlich, also bis überhaupt gar nichts mehr hörbar ist. Und ich nehme es meistens so, dass ich hier rechtsklick, einen Punkt hinzufügen und hier nochmal einen Punkt hinzufüge. Und erstmal den Hintergrund natürlich, also das ist Hintergrundmusik, deswegen so bei 30,3 Dezibel, genau, so 30,3. Und dann würde ich das hier so ganz lang ziehen, dass das langsam lauter wird. Ich mache hier auch mal erstmal grundsätzlich ein bisschen leiser, damit man das auch versteht. Genau, das würde jetzt einfach hingehen. Und dann ziehen wir die Musik auch wieder genauso lang, wie es das hier ist. Und dann können wir hier ganz einfach so ein Ausblenden machen. Genau, das können wir auch ein bisschen länger. Genau, dann zack, zack. Dann haben wir das. Und wenn man das gerendert hat, müssen wir jetzt in YouTube reingehen. Das Video hochladen, ist natürlich logisch. Also wenn ihr beim Video seid, hier einfach bei Info und Einstellungen gehen. Also nochmal zurück, dann hier stoppen auf Info und Einstellungen. Dann klickt ihr da einfach drauf. Würde das gehen? Warum? So, jetzt, genau. Und jetzt habt ihr das hier vorher und hier habt ihr oben solche Tabs und da klickt ihr auf Abspannung und Anmerkung. Und da gibt es dann, genau, da fängt das jetzt genau an. Hier haben wir nämlich jetzt genau die 20 Sekunden, die wir haben. Also von 48 bis 86 circa. Das sind halt 20 Sekunden, wie gesagt. Das kann man sich auch ganz normal eigentlich ausrechnen. Und hier kann man dann ein A-Element hinzufügen oder auch nicht. Das Problem ist jetzt, ich bräuchte eigentlich ein Video, wo ich die Endcard nicht drin habe. Ich habe die fast überall hinzugefügt. Bevor tatsächlich. Bevor das Video anfängt, Leute. Ich ja, auf die Fresse. So. Ja, keine Ahnung, ich nehme es ja einfach mal in Stream, den haben wir eigentlich nicht. So, hier, genau hier drauf, Info und Einstellung. Genau. Jetzt lädt das wieder ein bisschen lange. Genau, dann müsste das, glaube ich, nicht drin sein. Ich hoffe nicht. Perfekt, da ist es nämlich nicht drin. Und hier fängt das jetzt bei 406, ah, hier sieht man das noch genau, hier 46.06 und hier 26,9, also man merkt, die Endcard geht 20 Sekunden lang. Und nun kann man hier oben beispielsweise auch einen Vorschau-Modus, jetzt, ich mache hier mal den Ton weg, und zwar einen Vorschau-Modus reintun, das heißt, hier gibt es dann wirklich das Endergebnis, weil vorher ist dann nämlich, sieht es ein bisschen anders aus, zeig euch gleich warum. Guck mal, auch hier die Ansicht kann man da auch komplett wegmachen, wenn man möchte, ich würde es anmachen. Und hier kann man jetzt aus einem Elton-Video importieren oder eine Vorlage verwenden. Bei Vorlage verwenden bedeutet eigentlich im Prinzip, wenn ich hier draufklicke, habe ich hier einfach Vorlagen von YouTube selbst. Also man kann hier einfach von 4 Videos bis, glaube ich, 2 Kanälen gehen oder so. Irgendwie so war das. Also man hat leider eine Begrenzung. Ich persönlich würde wirklich YouTube empfehlen, wenn sie das Feature hier ausbauen wollen, dann muss diese Begrenzung weg. Das ist einfach wirklich ein Muss. Das muss hier weg, wirklich. Und was ich auch noch machen würde, ist beispielsweise diesen Rahmen, ihr seht, der läuft nur in diesem Rahmen hier. Und den würde ich halt wirklich ein bisschen vergrößern, also sprich von den Rand hier beispielsweise vollfüllen oder sowas, was würde ich machen. Oder auch eine Animation, dass man die einstellen kann. Auf jeden Fall klicken wir auf Vorlage verwenden, das mache ich immer. Also nicht immer, aber habe ich gemacht. Dann habe ich das entdeckt mit dieser Funktion, ich glaube, die kam dann neu dazu. So, und ich nehme ja meistens die hier, weil da kann ich halt meinen Kanal und ein Video und 2 Videos von mir bewerben. Man kann aber was auch anderes nehmen, man kann beispielsweise, wenn man eine Website oder einen Shop hat, kann man den auch da beispielsweise reintun. Oder man kann auch 2 Kanäle einfügen, das zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar klicke ich halt hier einfach drauf, klicke auf Auswählen und dann haben wir hier die Endcard. Die fängt auch genau an, genau bei 20 Sekunden an. Hier haben wir einmal den Kanal, den kann ich auch hier rumschieben. Ich kann es da dann nicht überlappen, das geht nicht, aber ich kann hier das einfach rumschieben. Ich stelle das wieder in die Mitte, bitte, danke. Und dann kann ich hier beispielsweise, jetzt haben wir hier Videos aus Playlist auswählen, das muss man natürlich ändern. Und zwar kann man hier nämlich Element bearbeiten. Hier seitlich sieht man noch die Elemente. Man kann 3 von 4 Elementen verwenden. Da, wie schon gesagt, ist leider eine Begrenzung drin. Auf jeden Fall kann man hier Videos und Playlist, dann gehen wir einfach auf Element bearbeiten. Und dann können wir dann hier neueste Upload auswählen.
klicken auf Speichern, das mache ich immer, und dann beispielsweise Video nicht verfügbar, das auch nochmal hier, und dann auch für den aktuellen Zuschauer angepasst. Dann werden ein Video aus deinem Kanal gewählt, was er zunächst, was ihm interessieren könnte. Gehen wir einfach davon aus, du hast ein Gameplay hochgeladen von einem Spiel und du hast diese Endcard und das Spiel, du hast schon einen nächsten Part oder einen älteren Part gemacht, dann kann er zu einem älteren Part beispielsweise gleich switchen. Dann gehen wir hier drauf für aktuellen Zuschauer anpassen und dann klicken wir auf Speichern. Genau, und dann haben wir hier noch den Kanal und wir möchten aber noch einen anderen Kanal bewerben. Dann klicken wir auf Elemente zufügen und gehen dann hier beispielsweise Abo, hier kann man das auch sehen, man kann hier einen Kanal hinzufügen, wieder ein Video oder eine Playlist und einen Link. Und der Link, der muss zu einer genehmigten Webseite führen. Das heißt, die Webseite muss genehmigt sein, sonst geht das leider nicht. Finde ich sehr schade. Whitney.me beispielsweise lassen die leider nicht zu. Auf jeden Fall gibt es hier Kanal. Und dann gehen wir einfach hier auf Erstellen. Und dann hier einfach die URL des Benutzers. Dazu brauche ich natürlich erstmal eine URL. Und dazu gehen wir einfach mal auf AMD-Ode, würde ich sagen. So. Genau, dann haben wir hier oben nämlich die URL und die kopieren wir einfach mit STRG C wieder und hier fügen sie mit STRG V ein. Und hier kann man dann eine benutzerdefinierte Nachricht eingeben, wie beispielsweise, ja, was ja auch richtig ist, schlechtester YouTuber der Welt. Genau, YouTuber der Welt, genau, dann gehen wir auf Element erstellen. Und dann geht das hier oben hin, das heißt, ich muss jetzt mal Platz schaffen, das heißt, ich tue das hier mal oben mein Teil und tue es hier nach unten sein Banner oder sein Profilbild, so dass es genau passt, genau. Das Einzige, was man als Größe verändern kann, sind die Videos übrigens, die kann man aber, das ist schon die kleinste Form, man kann die aber nur vergrößern, also genau. So sieht das jetzt aus und wenn ich jetzt auf den Vorbeischau-Modus gehe, blendet sich das ein und hier steht dann schlechtester YouTuber der Welt, was ja auch richtig ist. Hier oben steht dann dein Kanal mit den Abonnenten und hier, wie man sieht, geht das auch mit einem kleinen Effekt. Wie man sieht, der Hintergrund wird ein bisschen dunkler, wenn ich da drauf klicke. Also mit der Endcard kann man wirklich einiges an Qualität, sag ich mal, heranheben. Und was man dann nochmal machen muss, ist auf Änderung speichern. Einfach hier speichern, wird gespeichert. Genau, dann wird das halt einfach gespeichert und ihr könnt damit einfach fortfahren. Und so könnt ihr eine Endcard eben machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und zeigt es mir damit. Schreibt einen Kommentar, ob ihr vielleicht nochmal ein bisschen was anderes wissen wollt. Und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und abonniert mich, damit ihr wisst, dass ich existiere. Auf jeden Fall. Ciao, Leute, bis zum nächsten Video. Ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Ciao. We'll be right back.